In Deutschland gibt es aktuell ca. mehr als 8,5 Millionen Menschen, die an Diabetes leiden. Innerhalb eines Jahres erkranken 12 Menschen von 1000 an Diabetes. Pro Jahr kommen so 600.000 Neuerkrankungen hinzu. Das entspricht 1600 Erkrankungen pro Tag. Bei gleichbleibender Entwicklung wird ungefähr gerechnet, dass ungefähr bis 2040 12,3 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt werden sollen. Und eine Dunkelziffer noch hinzu. Von den 12,5 Millionen Menschen wissen 2 Millionen nicht mal, dass sie an Diabetes leiden. Und bei 95% der Erkrankten an Diabetes handelt es sich hierbei um den Typ 2 Diabetes. Und an der Folgeerkrankung sterben mehr Menschen als an AIDS und Krebs zusammen. Ich sage dir, was es mit Diabetes auf sich hat und wie überhaupt Diabetes im Körper entsteht. Mein Name ist Serkan und die Gesundheit liegt mir sehr am Herzen. Wie entsteht Diabetes im Körper überhaupt? Es ist wirklich sehr einfach und verständlich. Wir haben einen Menschen, der etwas isst. Wir haben das Blut, wo das Essen zerteilt ankommt. Dann haben wir eine Muskelzelle. In dieser Muskelzelle wird verbrannt. In dieser Muskelzelle haben wir sogenannte Kraftwerke, unsere Mitochondrien. Da wird Energie gewonnen. In der Muskelzelle haben wir eine Steuerungszentrale. Diese Steuerungszentrale ist quasi unser Dirigent und gibt den Ton an. Er sagt dann nach dem Motto, du fährst jetzt dahin, du baust mal jetzt neue Proteine auf und so weiter und so fort. Des Weiteren haben wir den L-Carnitin-Transportsystem. Das L-Carnitin-Transportsystem sind quasi so Autos und die fahren die Fettsäuren oder Zucker zum Kraftwerk der Zelle, damit es da verbrannt werden kann. Also mit Kraftwerk der Zelle sind unsere Mitochondrien gemeint. Dann haben wir noch unser Fettgewebe und unser Fettgewebe ist eine Art Lagerhalle. Warum es eine Lagerhalle ist, dazu später mehr. In unserem Diabetesbeispiel brauchen wir selbstverständlich noch die Bauchspeicheldrüse. Das ist erstmal das System. Was passiert, wenn man nun Kohlenhydrate isst? Also Brot jeglicher Art, sei es Vollkorn, Weizen, Roggen und so weiter, sind Kohlenhydrate. Das kommt im Blut immer als Zucker an. Warum als Zucker? Ganz einfach. Bei Vollkorn zum Beispiel sind es hier komplexe Kohlenhydrate. Es ist eine Zuckerkette, die einander ist und diese Zuckerkette wird, wenn man es runterschluckt im Magen, zerkleinert und zerhackt. Das kommt im Blut als Zucker an. Jetzt kommt im Blut Zucker an, beziehungsweise wenn wir den ganzen Tag über Kohlenhydrate aufnehmen, kommt das im Blut als Zucker an. Die Bauchspeicheldrüse sagt dann, oh, da ist viel Zucker, also muss ich jetzt mal Insulin ausschütten. Warum ist das Ganze so? Weil Insulin ist wie ein Speicherhormon, quasi wie ein Schlüsselhormon. Also Insulin fährt nun mit dem Zucker zusammen zu der Muskelzelle und möchte die Türen, die ihr hier seht, aufschließen. Umgangssprachlich ausgedrückt, Insulin schließt die Tür auf, schmeißt den Zucker rein und macht die Tür wieder zu. Auch wenn wir Proteine essen, schütten wir Insulin aus. Allerdings ist das im Vergleich zum Zucker sehr wenig. Bei den Kohlenhydraten ist die Ausschüttung des Insulins viel mehr. Dieser Vorgang wiederholt sich jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen. Die Zuckermoleküle werden in das Auto getan, also in das L-Carnitin-Transportsystem. Das Auto fährt rüber zum Kraftwerk, also zu den Mitochondrien und die Energie wird dort gewonnen. Wenn nun dieser Prozess mit zu vielen Kohlenhydraten und Kalorien jahrelang wiederholt wird, sagt die Steuerungszentrale, einen Augenblick mal, ich komme gar nicht klar, wir haben hier nur zwei Kraftwerke, es kommt viel zu viel Zucker an. Ich mache mal hier ein paar Türen zu. Also werden dann hier zwei Türen zugemacht, damit nicht mehr ganz so viel Zucker reinkommen soll, da die Kraftwerke genug ausgelastet sind. Es vergehen nun Jahre und wir nehmen immer weiter in hohen Mengen Kohlenhydraten und Kalorien auf. Die Bauchspeicheldrüse meldet sich nun auch mal zu Wort und sagt, irgendwie kommt bei der Muskelzelle nicht mehr so viel an. Ich glaube, ich sollte mal mehr Insulin ausschütten. Die Bauchspeicheldrüse schüttet mehr Insulin aus, weil sie sieht, dass da gar nicht mehr so viel ankommt. Dieser Prozess wird wieder über Jahre hinweg wiederholt, also immer mehr Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, Kohlenhydrate und zu viel Kalorien. Dann meldet sich die Steuerungszentrale auch mal wieder zu Wort und sagt, Augenblick mal, wir hatten noch bereits das Problem, es ist mir immer noch zu viel, ich mache weitere Türen zu. Nun werden wieder weitere Türen zugemacht.
dann sehen wir, dass die Türen hier immer weniger werden und dass immer weniger reinkommen kann. Das ist der natürliche Kreislauf. Es vergehen wieder Jahre und die Bauchspeicheldrüse sagt dann, Moment mal, wir kennen das doch. Da kommt nicht genug an. Ich schütte mal mehr Insulin aus. Das System schaukelt sich über Jahre hoch, wenn man jahrelang immer wieder zu viel Kalorien und vor allem Kohlenhydrate aufnimmt. Diabetes ist eine Zuckerstoffwechselkrankheit. Das hat absolut nichts mit Fetten zu tun. Das Ganze hat was damit zu tun, dass die Zelle irgendwann insulinresistent wird. Sie wird resistent gegen Insulin. Die Türen gehen immer mehr zu und das sind am Ende nur noch 2 bis 3 Türen und die Bauchspeicheldrüse beschwert sich, dass zu wenig ankommt und immer mehr Insulin ausgeschüttet wird. Die Steuerungszentrale aber allerdings verbietet ja den Einlass. Der Insulin versucht mit seinem Schlüssel die Türen aufzumachen und merkt, dass sein Schlüssel nicht mehr passt und probiert es an jeder Tür. Damit aber Zucker verbrannt werden kann, stellt der Schlüssel fest, dass es nur noch über 2 bis 3 Türen möglich ist. Das ist dann der logische Ablauf, dass Menschen dann irgendwann Übergewicht entwickeln. Dadurch, dass die Zelle insulinresistent wird und die Zucker gar nicht mehr zu den Kraftwerken gelangen können, werden die Zucker im Fettgewebe abgelagert. Das ist unsere Lagerhalle. Und deshalb haben wir logischerweise einen erhöhten Blutzuckerspiegel. Das heißt, wenn wir mehr Kohlenhydrate essen, wie Vollkornbrot, dann ist das Ganze kontraproduktiv. Vollkornbrot kommt auch als Zucker an, also wäre der Verzehr davon unlogisch. Der Blutzuckerspiegel ist erhöht, weil Zucker nicht mehr in die Zelle zur Verbrennung reinkommt. Eine fettarme Ernährung wird dann nicht zum gewünschten Erfolg führen, weil es nicht an Fett liegt, sondern an den Kohlenhydraten. Deshalb leidet die Mehrheit an Diabetiker an Übergewicht. Ab einem gewissen Blutzuckerspiegel spricht man von Diabetes. Aber das bedeutet nicht, dass es ein insulinpflichtiger Diabetiker ist. Irgendwann kann die Bauchspeicheldrüse gar nicht mehr und ist nur noch am Ende seiner Kräfte. Das heißt, wenn sich die Bauchspeicheldrüse nach Jahren verabschiedet hat, aufgrund der hohen Belastung, dann ist es ein insulinpflichtiger Diabetiker, weil dann muss Insulin gespritzt werden, da wir Insulin benötigen. Wir brauchen Insulin, um die Türen öffnen zu können. Es ist also eine Zuckerstoffwechselkrankheit. Jetzt kommt der Punkt, wo man vielleicht Aussagen hört wie, Moment mal, Sportler müssten doch auch Kohlenhydrate aufnehmen. Zunächst einmal muss ein Sportler keine Kohlenhydrate aufnehmen. Allerdings, warum können Sportler es besser vertragen? Das ist auch ganz einfach und simpel erklärt. Beim Sportler passt sich die Zelle besser an die Situation an. Beim Sportler stehen auch keine 2 Kraftwerke, sondern vielleicht 10 oder 20 Kraftwerke. Da werden auch nicht 4 Autos, also L-Carnitin-Transportsystem, sondern es entwickeln sich immer mehr. Vielleicht wären da sogar 100 Autos. Wenn man nun jetzt Kohlenhydrate isst, dann wird alles viel besser verbrannt und verstoffwechselt. Ebenso gehen die Türen auch viel besser auf. Durch den Sport ist die Zelle insulinsensitiv. Das bedeutet umgangssprachlich, die Türen gehen sofort auf, die Zucker kommen rein, alles wird verbrannt, alles ist gut. Aber man sieht es auch bei den Sportlern, wenn die mal länger keinen Sport gemacht haben. Und das können wir sehr, sehr gut bei Hochleistungssportlern wie zum Beispiel Fußballern sehen, die vielleicht nicht so auf ihre Ernährung geachtet haben, dass sie nach ihrer Karriere extrem schnell an Gewicht zulegen. Die Zelle macht dann nämlich nicht mehr mit. Wenn man nun auch noch Kohlenhydrate zusammen mit Fetten isst, dann kommt beides im Blut an und der Körper bedankt sich, weil die Kohlenhydrate sind leicht zu verbrennen, die sollen zum Kraftwerk und die Fette, die brauche ich gar nicht, die kann ich im Fettgewebe ablagern. Das war auf jeden Fall die Erklärung zu Diabetes Typ 2, wie sie entsteht, beziehungsweise wie sie nach jahrelanger, ich sage mal jetzt falscher Ernährung entstehen kann. Ja, muss nicht entstehen, aber so ist der Ablauf im Körper und die Biochemie hinter Diabetes Typ 2. Im nächsten Video erkläre ich dir, was ich gegen Diabetes machen würde oder wie ich präventiv gegen Diabetes vorgehe. Das spielt jetzt nicht nur an Ernährung eine Rolle, also beziehungsweise du hast ja schon im Video erfahren, dass es durch viel Kohlenhydrate eigentlich zu Diabetes kommt. Und ich sage dir aber, wenn ich Diabetes hätte, was ich für Nahrungsergänzung einnehmen würde und wie ich mich ernähren würde. Also sei auf jeden Fall gespannt. Nach dem Video findest du hier auf jeden Fall das nächste Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.